Diese 55%. Wir hatten es gesagt, im Turnierverlauf, sobald er diese Quote hatte auf die Doppel, hat er seine Matches glatt gewonnen. Ja. Nur wenn er auf Doppel Probleme bekam und die Quote niedriger war, dann kam er auch unter Schwierigkeiten. Oh, also, 167 Punkte schrubbt er weg. Das zweithöchste Finish und damit holt er sich Satz Nummer 2. Dieser Rob Cross ist einfach unfassbar gut. Wo war der?